nur mit Förderungen und dem Thema finanzieller Subventionen allein wird es A nicht getan sein. Und B muss man auch feststellen, dass aufgrund der Zahl, die du eben genannt hast, 63% der Gebäude, die können nicht alle gleichzeitig modernisiert werden. Denn ich glaube, eine ganz wesentliche Aufgabe zur Bewältigung dieser Energiewende liegt in der Thematik Sensibilisierung und Information der Eigentümer. Denn ich glaube, ganz viele der Eigentümer sind sich nicht bewusst, welche Möglichkeiten der Energieeffizienzsteigerung es gibt. Je besser die Energieeffizienzklasse ist, desto weniger Energie und Geld braucht man, um am Ende das Gebäude zu heizen oder zu kühlen. Und das, ganz klar, ist am Ende auch der wichtige Indikator für die Umwelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fundament und Finanzen, dem Podcast vom Informationsportal Wohnen und Finanzieren. Mein Name ist Daniel Kort und in der heutigen Episode widmen wir uns den Themen Energiewende, Sanierungspflicht und energetische Sanierung. Warum diese Themen so akut sind und was alles dahinter steckt, darüber spreche ich mit Marco Kaudel. Marco ist Leiter der Sprengnetter Akademie, einem führenden Anbieter für Aus- und Weiterbildung im Bereich der Wertermittlung. Herzlich willkommen erstmal bei Fundament und Finanzen, Marco. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, Daniel, und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, hat mich auch gefreut, dass du gleich zugesagt hast. Und ich habe eben kurz erwähnt, was sich hinter Sprengnetter verbirgt, aber so ganz kann man sich darunter wenig vorstellen. Stell doch Sprengnetter nochmal kurz vor und erklär, warum die Themen Sanierungspflicht und energetische Sanierung eine große Rolle bei euch spielen. Klar. Zum einen kurz zu Sprengnetter. Ich sag mal, im B2B-Bereich ist Sprengnetter durchaus großflächig bekannt, da wir einer der großen Dienstleister im Bereich Wertermittlung sind, angefangen, sag ich mal, klassisch im Bereich Datensammlung, also alles, was AVM-Daten betrifft, aber dann auch sehr gezielt im klassischen Gutachtenbereich. Wir erstellen Gutachten, wir bringen Gutachtendienstleistungen gerade im Finanz- und Bankensektor, aber auch klassisch im Bereich des Sachverständigenwesens. Und da kennt man uns auch noch, eben wie du gerade schon gesagt hast, im Bereich der Außenweiterbildung. Wir bilden seit mehr als 30 Jahren Sachverständige für Wertermittlungen von unbebauten und bebauten Grundstücken an und treiben so entsprechend auch eben gezielt das Thema Qualität und Qualitätssicherung in der Wertermittlung. Wir wollen ja heute über das Thema Energie, Energiewende, Sanierungspflicht sprechen. Lass uns doch erstmal kurz einführend die Frage nach der Energiewende klären. Was bedeutet Energiewende im Immobilienkontext? Also die Frage ist entweder ganz profan zu beantworten oder ich muss ein bisschen ausholen und ich glaube, ich würde einfach ein bisschen ausholen. Gerne. Die Energiewende in dem jetzt bezogenen Immobilienkontext bezieht sich auf den Übergang von traditionellen und oftmals fossilen Energiequellen zu nachhaltigeren, umweltfreundlicheren Energieformen. Und dieser Wandel hat meiner Meinung nach direkte Auswirkungen auf eben die Immobilien- und Kreditwirtschaft und insbesondere, jetzt sind wir beim Thema Sprengnetter, auf die Wertermittlung von Immobilien. Ganz konkret bedeutet das, dass Immobilien energieeffizienter gestaltet werden müssen. Und das umfasst zum Beispiel die Verwendung von Isoliermaterialien, energieeffizienten Fenstern und Türen, aber auch ganz gezielt die Integration moderner Heiz- und Kühlsysteme. Und so aus meiner Sicht liegt ein ganz besonderer Fokus auf der Integration erneuerbarer Energiequellen. Und um es da direkt zu benennen, gezielt Solar- und Windenergie auf, mit, bei und in Immobilien. Und das eben nicht nur in Bezug auf die eigentliche Energieerzeugung, sondern vielmehr auch im Hinblick auf die Wertsteigerung und damit auch die Attraktivität, den Wohlfühlfaktor von Immobilien. Und wenn wir jetzt gucken im Kontext der Energiewende, gibt es da zunehmend gesetzliche Vorgaben, die eben diese energetischen Standards definieren. Und gleichzeitig werden zig Förderprogramme angeboten, um den Übergang von energieeffizienten Immobilien zu unterstützen. Und Klammer auf, auch leider immer wieder gerade in der aktuellen Phase verworfen aufgrund dieser Haushaltskrise, die wir aktuell auf der Bundesebene mitbekommen haben. Mit Blick auf und auch dem Zusammenhang jetzt mit Sprengnetter, in unserem Portfolio berücksichtigen wir am Ende vielerlei dieser Aspekte des energetischen Sanierens,
um eben unsere Kunden umfassend mit unseren Dienstleistungen, Beratungen, Informationen im Gesamtrahmen der Energiewende anzufüttern, aufzuarbeiten und ihnen da die Möglichkeit zu bieten, mit dem Thema Energiewende auf ihre Kunden entsprechend zugehen zu können. Ganz einfach gesprochen, wir helfen dabei, den Wert von Immobilien im Kontext dieser neuen Herausforderungen, Klammer auf, Energiewende, Klammer zu, richtig zu bewerten. Jetzt ist es ja in Deutschland so, dass wir da vor einigen Herausforderungen stehen. Eine davon ist, dass 63% aller Immobilien in Deutschland vor 1980 gebaut wurden und dementsprechend halt nicht wirklich richtig gedämmt sind und eine schlechte Energieeffizienz besitzen. Wie soll diese Wende angesichts von hoher Inflation, von Fachkräftemangel und natürlich auch der Zinswende in so kurzer Zeit umgesetzt werden? Daniel, ich denke, die Frage oder auch das Statement, was du da mitbringst, spricht das zentrale Dilemma der Energiewende im Immobiliensektor an. Mhm. Und tatsächlich stellt die Modernisierung älterer Gebäude und insbesondere hinsichtlich der aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen noch eine viel größere Aufgabe dar, als bislang sowohl gesellschaftlich, sozialpolitisch, aber eben auch fast weltwirtschaftlich angenommen. Wenn ich mal auf den gesamteuropäischen Vergleich gucke, sind wir in Deutschland immer noch mit einer recht hohen Inflation unterwegs. Und das bedeutet, dass Staat und ganz viele andere Institutionen noch mehr eigentlich finanzielle Anreize und Förderprogramme bereitstellen müssten, um dem Thema zu begegnen. Denn aus meiner Sicht könnte das Eigentümern helfen, die Kosten für energetische Sanierung zu tragen. Zuschüsse, zinsgünstige Darlehen oder eben auch steuerliche Erleichterungen könnten hierbei können eine essentielle Rolle spielen, um das ganze Thema zu lösen. Inwieweit der Staat sich am Ende tatsächlich engagieren wird, würde ich im Moment sagen, ist erstmal völlig unklar und fraglich, weil wenn wir auch die aktuelle Bundesdebatte mit der Haushaltskrise mitbekommen, wird vieles das, was gerade auch von der Ampelregion getrieben, gefordert und auch forciert worden ist, immer wieder gerade im Schweinsgalopp über den Haufen geworfen. Denn wenn man so verfolgt, jüngst vor ein paar Tagen wurden diverse KfW-Förderprogramme dank der Haushaltskrise auf Bundesebene eingestellt und nicht nur also KfW-Förderprogramme, sondern auch BAFA-Programme. Und ich bin mal gespannt, wie sich das in 2024 entsprechend weiterentwickelt. Wenn wir aus einem anderen Aspekt noch gucken, angesichts des Fachkräftemangels und der Vielzahl der zu sanierenden Immobilien, muss man aber auf der anderen Seite auch sehr realistisch sein. Denn nur mit Förderungen und Thema finanzieller Subventionen allein wird es A nicht getan sein. Und B muss man auch feststellen, dass aufgrund der Zahl, die du eben genannt hast, 63% der Gebäude, die können nicht alle gleichzeitig modernisiert werden. Und aus meiner Sicht macht es durchaus Sinn, dass man auf allen Ebenen, angefangen auf unseren, die mit den Baufinanzierungsmaklern unterwegs sind, die mit den Immobilienmaklern unterwegs sind, dass man sich Gedanken darüber macht, über eine Priorisierung nach Dringlichkeit oder vielleicht sogar nach Energieeffizienzpotenzial danach zu denken. Und dafür war aus vielerlei Hinsicht auch dieser ISFP, der individuelle Sanierungsfahrplan, so eigentlich schon fast der richtige Schritt oder auch gedacht dahin. Und damit könnte man am Ende eine schrittweise Umsetzung ermöglichen. Man könnte Ressourcen effektiver einsetzen und am Ende auch helfen, Überlastungen gerade auch im Fachkräftebereich, bei Handwerkern und sonst wie zu vermeiden. Aus unserer Sicht, jetzt spreche ich einmal aus dem Akademiebereich, um diesem Fachkräftemangel entsprechend entgegenzuwirken, sind ganz klar Investitionen in Ausbildung, in Weiterbildung, in Spezialisierung für alle Marktteilnehmer essentiell. Und das jetzt nicht nur, um gezielt Energieberater auszubilden, sondern vielleicht auch in dem Schritt, in der Stufe schon vorher, um am Ende auch mit dem Baufinanzierungsmakler, mit dem Immobilienmakler, mit dem Sachverständigen gezielt auf den Eigentümer auch zugehen zu können, um zu sensibilisieren, zu informieren und transparent dafür zu sorgen, dass eben das Thema Gebäudesanierung nicht nur ein aktuelles Hype-Thema in der Politik ist, sondern am Ende auch dafür sorgt, dass ich mein Wohnklima verbessern kann, dass ich langfristig meine Energiekosten, die ja nachhaltig steigen werden, in den Fokus nehmen kann und eindämmen kann, dass diese essentielle Steigerung dementsprechend entgegenzuwirken.
Jetzt kann man am Ende auch noch sagen, mit Blick auf die fortschreitende Globalisierung, da kann man anmerken, dass durch den technologischen Fortschritt Sanierungsmaßnahmen in den letzten Jahren immer wieder effizienter und kostengünstiger geworden sind. Wenn ich beispielsweise auf die Preisentwicklung für Solarpaneele schaue, gerade so mal 25 Jahre zurück, dann kann man hier sehr deutlich sehen, dass die einerseits intensiv leistungsstärker geworden sind und auf der anderen Seite aber auch zurückdenkend von vor 25 Jahren extrem kostengünstiger, einfacher zu verbauen sind und damit auch für die jetzt nachfolgende Generation von Sanierungen einfacher einzubringen ist. Ich glaube, standardisierte Lösungen, gerade für gängige Probleme in älteren Gebäuden, könnten helfen, da Prozesse zu beschleunigen und Kosten zu senken. Am Ende vielleicht sogar in der Richtung Do-it-yourself. Lasst uns eine Anleitung sortieren, wie am Ende auch der Häuslebauer, den wir aus den 80er und 90er Jahren kennen, die auch viel selber gemacht haben, wie wir die auch dahin bekommen, viele Dinge wieder auch in Eigenleistung zu bringen, um sich eben gezielt mit dem Thema auseinandersetzen zu können. Ich glaube, das ist so ein zentraler Punkt, weil wenn wir uns den Fachkräftemangel jetzt mal anschauen, da ist es ja auch so, dass gerade die Handwerker ja auch immer weniger werden und man immer längere Wartezeiten hat. Und von daher müssen wir eigentlich dahin arbeiten, dass wir in die Lage kommen, selber vieles umsetzen zu können beim eigenen Haus. Und ich glaube, da sind wir auch bei einem spannenden Punkt, der dich betrifft, der mich betrifft und auch, sage ich jetzt mal, die direkten Marktteilnehmer, mit denen wir arbeiten. Denn ich glaube, eine ganz wesentliche Aufgabe zur Bewältigung dieser Energiewende liegt in der Thematik Sensibilisierung und Information der Eigentümer. Denn ich glaube, ganz viele der Eigentümer sind sich nicht bewusst, welche Möglichkeiten der Energieeffizienzsteigerung es gibt. Das profanste Beispiel, um am Ende auch eine Energieeffizienzklassensteigerung hervorzurufen, ist die Kellerdeckendämmung. Und wenn man dann ein Stück weit mehr Information bietet, mehr Transparenz gibt und Angst nimmt, dann kann das eine ganze Menge Vorteile bringen. Aufklärungsarbeit und Beratung sind für mich wichtige Instrumente, um eben die Bereitschaft zur Investition in die energetischen Sanierung zu erhöhen und gerade auch aufgrund der epischen GEG-Diskussion immens auftretende Unsicherheit zu zerstreuen und oder am Ende auch zu bekämpfen. Und ich glaube, wichtig ist es dabei aus meiner Sicht am Ende, die Eigentümer mitzunehmen, für das Thema Sanieren zu begeistern. Und das kann am Ende auch mit ganz einfachen Rechenbeispielen erfolgen, wie viel Geld der Eigentümer nach einer Modernisierung beispielsweise einsparen kann. Denn eines liegt hier ganz klar auf der Hand, das habe ich eben schon mal gesagt, die Energiekosten steigen tendenziell jedes Jahr und werden auch in den nächsten Jahren in der Kurve einfach weiter nach oben gehen. Und da gilt es aus meiner Sicht auch als Selbsteigentümer vorzubeugen. Absolut. Das Thema erneuerbare Energien spielt ja in Deutschland hier immer eine sehr, sehr große Rolle. Aber da stelle ich mir häufig die Frage, welche tragen denn überhaupt schon zur Energiewende im Immobilienbereich bei? Ist das tatsächlich auch da so ein großes Thema schon? Ich würde sagen, ja, denn das Thema Energiewende und auch jetzt auf die Energieträger ist in Deutschland ja schon lange angekommen. Es gibt heute schon eigentlich eine Vielzahl von erneuerbaren Energiequellen und die leisten auch heute schon einen wichtigen Beitrag zur Energiewende, gerade auch im Immobilienbereich. Mhm. Ich zähle einfach mal so aus meiner Sicht ein paar der relevanten auf. Und ganz oben on top würde ich Nummer 1 Solarenergie sehen. Solaranlagen und hier gerade auch insbesondere Photovoltaikanlagen sind eine der, und das insbesondere auch im Eigentümersegment, verbreitetsten Formen der erneuerbaren Energien in Deutschland. Mhm. Die können auf Dächern oder an Fassaden von Gebäuden installiert werden, um ganz klassisch erstmal Strom zu erzeugen. Daneben in der Kombination zum Beispiel Solarthermieanlagen, um Wärme zu erzeugen, sind ebenfalls eine Option und besonders im Bereich der Warmwasserbereitung oder der Heizungsunterstützung. Und gerade wenn ich nochmal so zurück an die Heizungshammer-Debatte um Habeck denke, Stichwort Hybridheizung, werden gerade auch diese Themen gerne im Moment miteinander kombiniert, um auch sinnvolle Heizsysteme Bestandsobjektbereich aufzubringen. Nummer 2 wäre aus meiner Sicht die Windenergie. Windenergie wird zwar in erster Linie in größeren Parks, in Windparks, in Offshore-Parks oder Ähnlichem genutzt. Es gibt aber auch vereinzelt kleine Windkraftanlagen für den Einsatz auf einzelnen Immobilien oder zum Beispiel in urbanen städtischen Umgebungen geeignet sind aber deutlich weniger verbreitet als eben das, was man so kennt, auch jetzt im Eigentümerbereich der Solaranlagen.
Nummer drei in dem Aspekt wäre Biomasse. Und Biomasse, da muss man einfach auch vielleicht nochmal direkt für die Transparenz und Hilfe sorgen. Biomasse, man spricht hier gezielt von der Verbrennung von Holz, von Pellets oder eben auch Biogas. Und das sind erneuerbare Energien. Das ist also kein fossiler Brennstoff wie Heizöl oder das klassische Gas, was wir aus der Erde fördern, und sind damit am Ende auch eine weitere Option, insbesondere für ländlichere oder größere Immobilien. Die können zur Beheizung und oder Warmwasserbereitung immer wieder und gerne genutzt werden. In dem Zusammenhang auch nochmal Heizungshammer wieder zurückgeholt, Blick auf die Wärmepumpe. Ich glaube, die Wärmepumpe kann eine essentielle Rolle Sinne der Energiewende stiften oder bringen und letztlich auch in, sage ich mal, der Kombination von erneuerbaren Energiequellen wunderbar eingesetzt werden. Man muss nur eines wissen, die Wärmepumpe als solche ist nicht direkt die erneuerbare Energiequelle, sondern die spielt am Ende in der Kombination mit den erneuerbaren Energien, Umgebungswärme aus Luft, Wasser oder eben aus der Erde, eine entsprechende Rolle und kann hier effizient genutzt werden. Immer dann oder gerade besonders dann, wenn sie zum Beispiel auch Strom aus den erneuerbaren Quellen nutzt, aus der Photovoltaikanlage direkt auf dem Dach. Das wären so aus meiner Sicht die drei wichtigsten. Wenn wir jetzt noch Wasserkraft betrachten wollen würden, es gibt auch tatsächlich Kleinwasserkraftwerke, die in bestimmten geografischen Lagen eine Rolle spielen. Also immer da, wo wir zum Beispiel Flüsse oder Bäche haben, die nah an urbanen oder eben dicht besiedelten Gebieten sind, da sind die relevant, ansonsten eher weniger. Und trotz alledem gehören sie auch zu den erneuerbaren Energieträgern, die in Deutschland genutzt werden. Ich glaube, am Ende spielen die insbesondere wegen der Umweltfreundlichkeit, der Klimaresilienz und auch der langfristigen Kosteneinsparung eine entsprechende Rolle. Und wenn ich auch auf Kosteneinsparung jetzt bei Wertsteigerung im Immobilienbereich gucke, dann darf man hier immer wieder genauer hingucken. Und da wieder der Schritt zu uns, zu Sprengnetter. Wir beobachten hier schon seit geraumer Zeit sehr genau, wie sich am Ende die Integration dieser Technologien und der erneuerbaren Energien eben auf Wert und Attraktivität von Immobilien auswirkt und bereiten diese Informationen jetzt auch zunehmend gepaart mit den gesetzlichen Vorgaben aus dem Wertermittlungsbereich auf, um das am Ende auch bei der Gutachtenerstellung direkt berücksichtigen zu können und mit einfließen lassen zu können. Jetzt haben wir ganz viele Grundlagen schon mal versucht, so ein bisschen zu erläutern und können jetzt so ein bisschen ins Detail gehen. Lass uns nochmal über Energieeffizienz sprechen, damit wir jetzt alle Hörerinnen und Hörer und Zuschauer auch abholen. Was ist denn die Energieeffizienzklasse bei Immobilien? Kannst du das kurz mal bitte erläutern? Auch da könnte ich jetzt wieder sagen, das kann man ganz einfach erklären. Man kann es aber auch episch erklären. Ich versuche so ein Zwischending dazu bringen. Also grundsätzlich erstmal, die Energieeffizienzklasse bei der Immobilie ist ein Indikator, ein wichtiger Indikator, der am Ende angibt, wie energieeffizient das Gebäude ist. Um es jetzt einfach zu erklären, stell dir mal vor, ein Beispiel, wie das Gebäude mit Energie umgeht. Und du hast eine Thermoskanne. Eine gute Thermoskanne hält deinen Kaffee oder den Tee lange warm, ohne dass du den wieder aufwärmen musst. Und am Ende geht es bei der Energieeffizienz um das gleiche Thema. Wenn also dein Gebäude energieeffizient ist, heißt das im Endeffekt, es hält die Wärme im Winter gut und lange drinnen und im Sommer die Wärme gut und lange draußen. Und am Ende, je weniger Energie, zum Beispiel durch Gas oder Strom, benötigt wird, um es warm oder kühl zu halten, desto besser ist die Energieeffizienz. Klasse. Jetzt zeigt die Energieeffizienzklasse an, wie gut eben das Gebäude in dieser Hinsicht abschneidet. Eine hohe Klasse A oder B aus dieser A- bis H-Skala bedeutet, das Gebäude ist wie eine extrem gute Thermoskanne, super isoliert und hält am Ende die Energie sehr lange im Gebäude. Du musst also wenig zusätzlicher Energie aufwenden, um es eben zu heizen oder zu kühlen. Eine niedrige Klasse, im schlechtesten Falle H, bedeutet, das Gebäude verliert immer wieder Wärme und ist am Ende wie eine schlechte Thermoskanne, nahezu nicht isoliert. Und man muss viel Energie aufwenden, um das Gebäude beispielsweise warm zu halten im Winter oder, was fast ja nicht möglich ist, im Sommer runterzukühlen. Ja. Kurz gesagt, je besser die Energieeffizienzklasse ist, desto weniger Energie und Geld braucht man, um am Ende das Gebäude zu heizen oder zu kühlen. Und das, ganz klar, ist am Ende auch der wichtige Indikator für die Umwelt.
Fachlich bezogen ist die Energieeffizienzklasse Teil des Energieausweises. Da finden wir in unserer, sag ich mal, alltäglichen Arbeitswelt das immer wieder. Denn am Ende muss für jede Immobilie in Deutschland beim Verkauf oder bei der Vermietung der Energieausweis vorgelegt werden. Mhm. Und die Einstufung von Klasse A bis H basiert eben auf dem Energiebedarf oder dem Energieverbrauch des Gebäudes pro Quadratmeter und Jahr. Diese Energieeffizienzklasse wird dabei auf der Grundlage des Energieverbrauchs bzw. Energiebedarfs berechnet. Und das heißt, dieser Energiebedarf gibt an, wie viel Energie theoretisch benötigt wird, um das Gebäude zu beheizen, zu kühlen oder in dem Falle auch noch mit Warmwasser zu versorgen. Ja. Der Energieverbrauch basiert am Ende auf dem tatsächlichen Verbrauch, also auf den Verbrauchsdaten, die ich aus der Immobilie, aus der Wohnung entsprechend entnehme. Und bei der Berechnung werden dabei ganz häufig verschiedene Faktoren berücksichtigt, darunter zum Beispiel die Dämmung des Gebäudes, die Art der Heizung und Kühlsysteme, die Qualität der Fenster und Türen und am Ende auch die Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Die hohe Energieeffizienzklasse bedeutet dann in der Regel niedrige Energiekosten und einen recht geringen bis, wenn möglich, je nach Effizienzhaus, nahezu null CO2-Ausstoß. Und das eben ist das geforderte Ziel auch aus der Energiewende, nicht nur gut für die Umwelt, sondern am Ende auch gut für unseren Geldbeutel und kann auch die Attraktivität und den Wert der Immobilie enorm steigern. Wenn wir einmal auf Mieter gucken, für Mieter bedeutet das in der Regel eine hohe Energieeffizienzklasse, auch deutlich niedrige Nebenkosten der monatlichen Abrechnung. Wenn ich jetzt nochmal wieder auf uns als Sprengnetter schaue, wir berücksichtigen gerade das Thema Energieeffizienzklasse als einen der wesentlichen und wichtigen Faktoren bei der Wertermittlung von Immobilien. Wir haben jüngst mit diversen Bankpartnern Studien durchgeführt, um da auch nochmal drauf zu gucken, wie energieeffizient sind Gebäude in Deutschland, und stellen auch da ebenfalls mit Erschrecken fest, dass ein Großteil der Gebäude, fast 60%, in einem Energieeffizienzklassenbereich bei F, G oder H liegt, also deutlich unter dem Soll, was irgendwo gefordert ist. Mhm. Gebäude mit einer höheren Energieeffizienzklasse, und das ist am Ende auch so ein Resultat aus unserer Studie, kann man am Ende mit einem deutlich höheren Marktwert abbilden, da gerade auf die Zukunft betrachtet die Energiekosten eingespart werden können und in der Regel auch modernere Ausstattungsmerkmale ausgewiesen sind. Die ist damit also mittlerweile ein wesentlicher Bestandteil der Wertermittlung oder Immobilienbewertung geworden und spielt aus unserer Sicht eine zentrale Rolle eben bei der Thematik Förderung der Energiewende im Immobiliensektor. Ja, das ist ja momentan auch so, dass die sogenannten braunen Immobilien um bis zu 30% vom Preis verlieren, weil sie eben nicht energieeffizient sind. Ja, genau. Also du sprichst von braunen Immobilien. Wir hören noch immer wieder das Thema Stranded Assets in dem Zusammenhang. Und ich sage mal so, für den Bankensektor bergen die natürlich auch ein gewisses Risiko. Banken müssen ja in ihren Portfolien entsprechend immer einen recht ausgeglichenen Haushalt an Immobilienarten, an Assetklassen und eben auch an Risikofaktoren haben. Und zunehmend stellt man fest, dass Gebäude mit einer schlechten Energieeffizienz oder auch eben mit einer nahezu null Sanierungsrate eher als Hochrisikoimmobilien betrachtet sind, weil die auf die Zukunft betrachtet nahe dem Abriss zu identifizieren wären und damit auch in einer Wiedervermittlung, in einem Weiterverkauf immer unattraktiver werden. Du hast eben den Energieausweis angesprochen. Wo bekomme ich den eigentlich und was kostet so ein Energieausweis? Vielleicht erst noch so eine kurze Info. Was ist der Energieausweis eigentlich generell? Es ist erstmal ein Dokument, was Informationen über Energieeffizienz des Gebäudes liefert. Gerade in Deutschland ist er für alle Gebäudetypen, Gebäudearten erforderlich, die verkauft, vermietet oder verpachtet werden. Und er gibt potenziellen Käufern oder Mietern Auskunft darüber, wie viel Energie das Gebäude voraussichtlich verbrauchen wird. Es gibt zwei Arten von Energieausweisen. Man kennt den Bedarfsausweis und den Verbrauchsausweis. Der Bedarfsausweis basiert auf einer, profan gesprochen, auf einer technischen Analyse des Gebäudes. Experten bewerten dabei zum Beispiel die Bausubstanz und die Heizungsanlage.
Der Bedarfsausweis zeigt, wie viel Energie das Gebäude unter standardisierten Bedingungen verbrauchen würde und ist dabei unabhängig vom tatsächlichen Nutzverhalten und gibt Ausschluss über die Energieeffizienz des Gebäudes selbst. Was viel spannender ist und gerade auch, wenn ich jetzt mal überlege, ich habe eine dreiköpfige Familie, die sich überlegen, ein Gebäude zu kaufen, und in dem Gebäude wohnt jetzt ein alleinstehender Rentner, 80 Jahre oder älter. Da muss man viel genauer hingucken, nämlich auf den tatsächlichen Verbrauch. Und der Verbrauchsausweis beruht dann auf den tatsächlichen Energieverbrauchsdaten der letzten 3 Jahre und ist abhängig von eben den Nutzungsgewohnheiten der Bewohner und den Wetterbedingungen zum Beispiel. Der Verbrauchsausweis spiegelt somit wider, wie viel Energie in der Vergangenheit tatsächlich verbraucht wurde und ist aber gleichzeitig jetzt auch auf dieses Beispiel dreiköpfige Familie, die so eine Immobilie kaufen will, auch ein Indikator darauf, dass ich mit dem, was jetzt im Verbrauchsausweis aktuell niedergeschrieben ist, für die Zukunft mit den 2 zusätzlichen Bewohnern in der Immobilie gar nicht mehr hinkommen werde. Also eigentlich muss man auch da schon sich die Überlegung tätigen, wo wird denn der Energieverbrauch bei 2 zusätzlichen Köpfen entsprechend hingehen. Und da spiegeln auch ganz häufig unsere Immobilienmakler als auch die Baufinanzierungsmakler uns wieder, dass der Käufer von heute auch in die Zukunft schaut und da gerne auch schon mal für sich selber so ein Gedankenspiel mitbringt. Wo werden denn A, die Verbräuche landen und welche Kosten werden dann in 2 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren auf uns zukommen, wenn der aktuelle Stand des Gebäudes so bleibt, wie er heute ist? Mhm. Vielleicht noch eine Info, was für Informationen finden wir im Energieausweis? Erstmal die Energieeffizienzklasse, wie eben schon gesagt, von A bis H. Wir finden den Energiebedarf oder den Energieverbrauch pro Quadratmeter und häufig auch Empfehlungen für die Verbesserung der Energieeffizienz. Am Ende schafft dieser Energieausweis aus meiner Sicht Transparenz auf dem Immobilienmarkt und ermöglicht es am Ende den Käufern und Mietern, aktuelle Energiekosten des Gebäudes einzuschätzen und eben auch potenziell zukünftige für sich zu berechnen. Mhm. Wenn ich so hingucke, am Ende spielt er damit auch eine wichtige Grundlage für eben dieses Thema Energiewende. Denn am Ende kann ich damit Entscheidungen über mögliche Sanierungsmaßnahmen treffen. Jetzt wieder auf uns geguckt, wie bei Sprengnetter. Wir betonen am Ende immer wieder auch die Wichtigkeit des Energieausweises, sowohl in der Wertermittlung als eben auch als Instrument zur Förderung der Energiewende im Immobiliensektor. Mhm. Jetzt hast du noch gefragt, was kostet so ein Energieausweis und wo bekomme ich den? Lass uns mal eines als Beispiel nehmen. Wir nehmen mal ein Einfamilienhaus. Mhm. Und jetzt kann ich dir hier natürlich ganz klassisch mit der Standardantwort kommen. Es kommt darauf an. Und es kommt am Ende darauf an, wo du den Energieausweis hergeholt hast. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Varianten, Faktoren. Eben, wie gerade schon gesagt, die Art des Energieausweises, die Größe des Hauses und eben dem entsprechenden Anbieter. Mhm. Wenn ich jetzt generell schätzen müsste, wo liegt der Preis für den Verbraucher? Irgendwo zwischen 100 und 300 Euro. Erstmal grob geschätzt. Man sollte aber grundsätzlich dabei beachten, der Energieausweis, beziehungsweise jetzt darauf bezogen der Bedarfsausweis, der auf einer detaillierten Analyse, zum Beispiel der Gebäudesubstanz, der Heizungsanlage und so weiter basiert, ist in der Regel, wenn er vom Experten erstellt ist, deutlich teurer als der Verbrauchsausweis. Denn am Ende muss dafür zum Beispiel der Energieberater, der Schornsteinfeger, sich das Gebäude intensiv in Augenschein nehmen, denn eine Analyse vor. Und damit hängen die Kosten auch eben davon ab, wie groß und komplex das Gebäude ist und ob es kompliziert gebaut ist, ob es ein einfaches Einfamilienhaus ist und so weiter. Mhm. Einfacher betrachtet sind die Energieausweise immer dann, wenn sie von digitalen Anbietern ausgestellt werden. Zum Beispiel gibt es auch da Energieberater, Architekte, Ingenieure, die diese Dienstleistungen anbieten. Es gibt aber auch spezialisierte Dienstleister, Energieausweis 24, Energieausweis 48 und wie die am Ende alle heißen. Und da variieren die Preise sehr intensiv eben nach Anbieter. Was ich persönlich so als Tipp oder als Empfehlung sowohl für unsere Marktteilnehmer als eben auch für die Verbraucher mitgeben mag, ist, um einen qualifizierten Energieausweis zu erhalten, sollte man am Ende auch immer darauf gucken, wer den ausstellt
und ob tatsächlich auch irgendwo ein Energieberater mit im Bande oder im Bunde ist, der letztlich auch gezielt darauf schaut, dass das Ganze qualifiziert ausgestellt wird, so dass man auch wirklich sicher ist, der ist gemäß der gesetzlichen Anforderungen erstellt. Und ich kann mich darauf verlassen, was am Ende für Werte, egal ob ich jetzt einen Bedarfs- oder einen Verbrauchsausweis habe, entsprechend noch drinstehen. Das heißt aber, das Thema Digitalisierung ist hier schon teilweise angekommen. Ich meine, ich kann jetzt hier ein Beispiel auch aus unserem, sag ich jetzt mal, Sprengnetter-Universum sagen. Wir haben vor einigen Jahren ein Joint Venture mit Flowfact begangen und haben die Energieausweis 48 GmbH gegründet. Die Energieausweis 48 GmbH ist auch ein digitaler Dienstleister, wo ich mir übers Internet einen Energieausweis ausstellen lassen kann. Da stecken 3 bis 5 Energieberater hinter, die im Hintergrund entsprechend sortieren, bearbeiten, qualifizieren. Da scheitert es am Ende immer daran, wer vor dem Rechner sitzt und die Eingaben macht. Weil wenn ich da jetzt schon die Idee habe, ich will da an der Stelle noch was schön malen oder ich will noch ein bisschen das Ganze pimpen. Das kann natürlich am Ende, der auf der anderen Seite sitzt und die qualitative Überprüfung vornimmt, nur bedingt irgendwie nachvollziehen. Und deswegen alleine, wenn ich auch jetzt so ein digitales oder so ein Online-Tool benutze, da gilt einfach nicht nur auf Treu und Glauben, sondern so seriös, so detailliert wie möglich auch die Angaben in diesen Formularvarianten zu machen, desto hochwertiger oder am Ende auch qualifizierter ist der Energieausweis, der da rauskommt.